entschuldigen Sie, ich dachte, ich bin fertig. Es ist 6.03 Uhr. Wir mussten die Wohnung verlassen. Und ich weiß gar nicht, wann das anfing. Ich glaube, schon am frühen Nachmittag. Dann hat man unsere Wohnung gestern Abend schon, also und am frühen Nachmittag schon so vergiftet. Das ganze Zeug war drin, also. Unter anderem, das Opiat-Heroin mussten wir einatmen. Wie gesagt, es ist jetzt viel wärmer geworden, auch in unserer Wohnung. Sie heizen immer mehr. Sie heizen wie jedes Jahr unsere Wohnung total auf. Ja, fassen wir zusammen, was passiert ist. Erstmal rückblickend, eben hat eine Straßenbahn unseren Weg gesperrt. Genau. Hat so lange gewartet, dass wir in eine andere Richtung gegangen sind. Und dann fuhr sie an. Aber wir sind dann nach einer Minute wieder zurückgegangen. Das nächste, nun setzen sie im Dunkeln, es ist noch relativ dunkel, ne? Also, ist überall noch Licht an. Ist ja heller geworden, also schwarzfarbige ein, die dann Joints um uns rauchen. Man hat sich darauf eingestellt, dass wir morgens, wenn wir schon schnell aus dem Haus gehen waren, das ist so. Die schlafen alle gern lange, ne? Und kommen gar nicht hoch. Und wir gehen am liebsten montags und freitags los, wegen irgendwelche Sonderangebote und so, weil wir sind arm, wir sind die Ärmsten Deutschlands. Mit Abstand die Ärmsten Deutschlands, weil wir handeln nicht mit Drogen. Ne? Und deshalb haben alle anderen mehr und wir kriegen kein zusätzliches Geld, obwohl wir das immer beantragt haben. So, nun hat man sofort reagiert. Man hat ja, den muss ich mir jetzt mal genauer angucken, der guckt uns immer zu an. Dann hat man sofort reagiert, man hat die Glühbirne aufgetauscht im Treppenhaus, damit wir es dunkel haben, sage ich schon mal Stasi, dass wir trotzdem losgehen. Ne? Dafür haben wir unsere MacLight-Lampen. Erinnern mal, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Hören Sie sich mal an das Statement an, ich glaube, meine großen MacLight mit 6 Batterien, jetzt sind die Batterien leer, die haben wir natürlich am meisten benutzt. Wegen der Kapazität habe ich so eine lange, ne? Besonders im Winter, ne? Weil wir haben eine kleine 3er S gekauft, dann machte sie doch schlapp. Weil das lag nicht an MacLight, sondern an den Batterien, ne? Genau. So, da sind meine Duracell alle. Die hatte ich von 2005 bis 2013, also ist unglaublich. Ja. Früher habe ich immer auf den Aufdruck von den Batterien geguckt. Also nach 1990, ne, als wir dann hier eigentlich Vaterland wurden und wir endlich an vernünftige Batterien rankamen. Ich wollte das immer nicht glauben, habe mir gedacht, na, sie können es ja aufdrucken, weil es interessiert ja keinen, weil man benutzt die Batterie und sie schnell leer. Ne? Genau. Der kann ich auch sagen, hält 20 Jahre. Ne? Oder Tannenbaum, ne? Oder Weihnachtsbaum, ne? Also den hat man ja auch nur kurze Zeit und den kann ich dann auch auf der Lichterkette 20 Jahre Garantie geben und so eine Scherze. Aber es ist wirklich so, die jetzt, ich habe das auch erzählt, ne? Jetzt nach dem Winter haben sie den schlapp gemacht. Die Duracell-Batterie nach 8 Jahren. So, und ich habe sie nicht wenig benutzt. Und sie hätten bestimmt noch ein bisschen was gebracht. Jetzt, wo es wärmer wird. Aber zum Glück haben wir so eine Spielerei nicht mehr nötig. Nein, absolut nicht. Haben uns eben neue gekauft. Leider keine Duracell, weil wir müssen sparen. Aber im Sommer kommen wir schon. Und im Winter kaufen wir dann wieder Vata oder Duracell, was uns über den Weg läuft. Genau. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Sie merken, wie betäubt ich bin. Ich unterbreche.